Der Lärm und die Freude an diesem Ort, nämlich in Shibuya, mitten in Tokio, das täuscht ein bisschen drüber hinweg, was die Märkte im Moment durchmachen. Dass der Nikkei heute schwach eröffnet hat, das sollte nicht so sehr wundern, denn der musste das nachholen. Entschuldigung, was der Markt an der anderen Seite der Welt schon längst gestern mitgemacht hatte, nämlich den Drop, den wir da gesehen haben, den war hier jetzt ebenfalls nochmal zu sehen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es hätte sein können, aber ein bisschen zumindest mal an Schwäche auch nochmal gezeigt. Der DAX, der hat da allerdings mehr schon wieder vorgelegt, denn der liegt schon wieder 1,5% hinten. Das ist an sich noch kein Drama. Aber das Problem ist, dass wir nicht mehr so arg weit weg sind von den letzten Tiefs. Und die wollen wir ja nicht mehr sehen, dass die nochmal gerissen werden, zumindest wenn wir Bullen wären. Ich bin da ja relativ neutral, ich freue mich auch auf die Short-Seite, Sie möglicherweise auch. Aber so manch einer sitzt da schon in den Startlöchern, Positionen wieder schließen zu müssen oder sie gar nicht erst aufzubauen. Wir dürfen nicht vergessen, nächste Woche kommen die Instis wieder, dann geht der Markt eigentlich erst richtig los. Wenn die aber schon sehen, dass der Markt schon wieder auf neuen Tiefs unterwegs ist, ist das mit Sicherheit keine Motivation, den Markt hier irgendwie nach oben nochmal zu beflügeln. Gegenteil, da müssen wir damit rechnen, dass da noch mehr auf der Abwärtsseite unterwegs ist. Das ist umso dramatischer, dass der amerikanische Markt auch wunderbar schön zurückkommt jetzt, auch noch Platz hat nach unten, ohne irgendwas Böses zu reißen. Das heißt, während der amerikanische Markt, der Dow Jones beispielsweise, vielleicht das noch ein wenig ausnutzt, der Nasdaq ebenso, könnte der DAX eben unter diese Schwelle fallen und damit ganz viel triggern, beziehungsweise jedwede Kauflust hier zerstören. Also wollen wir mal gucken, ob wir da noch einen positiven Impuls von der Seite kriegen. Positiver Impuls, das hatten wir beim Euro gegen US-Dollar. Ich würde mir wünschen, dass das noch ein bisschen ABC-mäßiger nach oben geht. Dann würde ich sogar die Short-Seite noch mal reiten. Da wir das bislang noch nicht hatten, bin ich sogar noch auf dem Trichter, dass ich sage, jetzt warten wir noch mal ab, ob der vielleicht ein bisschen runter wackelt, um dann noch mal long zu gehen. Ähnlich wie wir das ja beim Ölpreis hatten. Und der Kurs ist ja nach oben ausgebrochen. Mal einmal scharf wieder runtergekommen, aber jetzt wieder auf Abwägen nach oben unterwegs. Also vielleicht nicht die schlechteste Voraussetzung. Einfach mal angucken, was hier der Markt tatsächlich macht. Nachrichtenseitig heute nicht so arg viel los. Die Initial Claims natürlich 14:30, aber ich weiß nicht, ob das immer der Burner ist. Ansonsten relativ viel Ruhe diese Woche, sowieso noch nicht ganz so der Bringer, was das angeht. Denn alle Bewegung, alle Informationen, alles, was wir bekommen, fällt in ein, ich sag mal vorsichtig, Liquiditätsloch. Die großen Institutionellen, wie gesagt, die kommen erst später. Dementsprechend müssen wir alles nochmal durch zwei teilen, jedwede Bewegung. Aber wenn wir markante Marken reißen, müssen wir damit rechnen, dass wir nicht die besten Freunde auf der Käuferseite finden, sondern natürlich dann in dem Fall gleich zu Beginn des neuen Jahres auf der Abwärtsseite. Also vielleicht steht da noch einiges bevor. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Sie gucken sich den Trade des Tages an. Ich gucke, dass ich jetzt nach Hause komme, dass ich gleich zur Eröffnung in Amerika wieder am Platz bin. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns wieder. Bis dann.